Leute, what's up? Moonboon hier, herzlich willkommen zurück zu Everspace. Ich habe mal wieder Bock gehabt auf einen kleinen Run und wir labern auch gar nicht lange rum, wie wir es sonst als machen, sondern wir fangen direkt an. Wenn ich nämlich jetzt wieder lange rumlaber, dann komme ich wieder auf die dumme Idee, hier mein ganzes Geld auszugeben für irgendwelche Perks. Und genau das wollen wir ja nicht tun, denn wir sparen ja, wenn ihr euch erinnert, auf ein neues Raumschiff hier. Und das kostet 10.000, wir haben bis jetzt 3.000 und wenn wir Glück haben, dann können wir jetzt einen geilen Run hinlegen. Scanning Probe, eine zusätzliche. Ja, das will ich. Und wir spielen auf normal. Wir spielen nicht auf schwer. Das haben wir nämlich das letzte Mal gemacht. Ihr könnt es euch gerne anschauen. Und das haben wir bitter bereut. Bitter, bitter, bitter. Deshalb machen wir hier mal einen ganz normalen Run. Und wir haben hier gleich Feindkontakte. Wir kriegen hier irgendwelche Challenges. Lol, warum kriegen wir gleich Okras? Das ist so unfair. Das sind die stärksten Gegner. Direkt am Anfang. Die werden mich jetzt gut wegbrutzeln hier. Aber erstmal die Drohne müssen wir erstmal ausschalten. Wir sparen jetzt auch nicht mit Raketen. Weil ich will kein Risiko eingehen bei den Wichsern. Fuck, fuck, fuck. Guck mal, wie viel Schild die uns schon da abgezogen haben. Das ist doch nicht normal, ey. Und tschüss. Sag es sich, da war es nur noch einer. Aber der ist noch komplett voll. Gucken wir mal, ob wir sein Schild so runterkriegen. Ja, hervorragend. Dann wechseln wir mal die Waffe, vielleicht kriegen wir ihn so hin. Yeah, Baby! Geil! Und da droppt er Light Missiles. Habt ihr das gesehen? Wo fliegen sie? Fuel brauchen wir nicht. Wo fliegen sie? Die sind hier doch irgendwo rumgeflogen. Oh Gott, ich finde sie nicht. Das sind sie auch nicht. Wo sind sie hin? Ah, das da zeigt es mir, ne? Ne, das zeigt mir das Fuel. Oh Mann. Naja, wir brauchen... Wir haben 24 Light Missiles. Vielleicht haben wir sie auch aufgesammelt. Ich glaube nicht, dass wir mit 30 gestartet sind, ehrlich gesagt. Okay. Na dann, was gibt es hier zu holen? Können wir uns mal ein bisschen drehen? Danke. Wir haben einen Haufen G und B Mining-Zeug. Wie viele Scanning Probes haben wir denn? 3 Stück. Was haben wir hier drüben? Da haben wir auch ein paar Ziele. Ein Lightfighter, noch mehr Lightfighter. Equipment Transport. Wenn wir den überfallen, dann sind wir gleich wieder tot, weil die anderen so stark sind. Ich würde sagen, wir benutzen mal... Bist du? Mining Drone. Wir benutzen mal eine Scanning Probe und gucken, ob es irgendwelche... Was war das? Was passiert hier? What the fuck? Was war das? Das ist neu. Und da kommen noch mehr Okras. Haben die sich hier reingebeamt gerade? Oder was ist da passiert? Gib mir Crystal. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Container auf dem Radar, ne? Deshalb haben wir gerade diesen Scan eingesetzt, weil es zeigt nämlich alles an, was wir finden können hier in diesem Sektor. Und wir finden diesen wunderschönen Container. Ein Tech-Container. Wir bekommen ein Blueprint und ein Weapon Overdrive MK3. Der ist um einiges stärker als das, was wir gerade dabei haben, so wie es aussieht. Er braucht halt mehr Energie. Aber da... Guckt euch das an. 22% mehr Damage, 38% schneller schießen und Consumption Decrease. Also er braucht dann... In der Zeit weniger Energie. 50%, so wie es aussieht. Ich verstehe es nicht ganz. Wir probieren es. Swap und Salvage den alten. Das heißt, wenn ich jetzt was drücke... Moment. Ja, wieso ist der not available? Wieso kann ich den nicht einsetzen? Muss der sich erst aufladen oder so ein Scheiß? Oder habe ich nicht so viel Energie, dass ich den überhaupt einsetzen kann? Dann hätten wir gerade ein dämliches Geschäft gemacht. Das muss ich mal rausfinden. Vielleicht lädt er sich ja noch auf. Halt mal. Da ist nochmal ein Tech-Container. Guck. Da holen wir uns. Mit einem Fuel. Yeah! New Device installed. Adaptive Armor. Adaptive Armor. Rüstung, die sich anpasst? An was? Ich verstehe es nicht. Wir finden es irgendwann raus. Okay. Dann haben wir hier noch mehr Container.
Oh, aber das hier ist schon G- und B-Container. Dann greifen sie uns an, wenn wir die looten. Ja, das ist nicht gut. Okay, wir machen das, wie wir das immer gemacht haben. Wir grabben uns den Container. Warte mal, was haben wir hier noch? Das ist. Ore, das brauchen wir nicht. Was haben wir da hinten? Das ist der Transporter, den wir vorher schon gesehen haben. Ne, das brauchen wir alles nicht. Wir grabben uns jetzt einen so Container und dann fliegen wir um unser Leben. Oh, hallo? Das nehmen wir auch mit natürlich. Und fliegt da ein bisschen Ore. Das nehmen wir auch mit. Auch. Oh, lol, shit, Alter. Habt ihr das gesehen? Da war vielleicht noch ein Millimeter dazwischen. Dann wären wir auf den scheiß Asteroid draufgeknallt. Okay. Jetzt gehen wir da mal hin. Der ist hier an der Unterseite von diesem Raumschiff. Und dann grabben wir uns den und dann, wo ist unser Fluchtpunkt? Da hinten. Da müssen wir dann einfach. Das machen wir so alles in einem. Wir gucken, was drin ist. Und dann verpissen wir uns hier. War da überhaupt irgendwas drin? Ich glaube nicht, ne? Komm, weg hier. Yeah! Erstes Level geschafft. Okay, was nehmen wir? Was haben wir hier? Mittleres Risiko. Leichtes Risiko. Sollen wir da mal hin? Leicht. Und dann haben wir hier später Mittel und wieder Leicht. Mittel und Leicht. Oder zuerst Mittel und dann leicht, leicht. Ich glaube, dass mir das sogar besser gefällt. Was haben wir denn da unten? Das ist unser Zeug. Wir haben schon 919 Credits. I like this very much. 990 Credits. That's cool. I like this. Jumping Suppressor Signal. Und da hinten kommen die Okas angeflogen. Das war ja klar. Wir haben noch keine neue Waffe. Und unser scheiß Boost geht immer noch nicht. Der ist immer noch rot. Deckung. Deckung, Deckung. Und kontern. Ja. Shield geht down. Shield geht down. Woo! Ey, wir sind voll gut. Voll gut unterwegs hier. Komm her, Ocker. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die aber früher stärker waren, oder? Die zerlegen wir jetzt völlig. Credits? Nein? Nix? So hat er jetzt nichts getroppt. Das gibt's doch nicht. Boah, da hinten wird gekämpft gegen Outlaws. Halt mal, habe ich da jetzt nicht doch irgendwas vergessen? Mineable Scrap. Hm. Das nehmen wir mit. Aber sonst schwebt hier nichts in der Gegend rum, oder? Nee. Oh Gott. Entschuldigung, Leute. Da hat es mich in der Nase gekitzelt. Oh nein, wir werden von oben angegriffen. Sie haben mein Niesen ausgenutzt. Die Wichser. Das sind so viele. Oh shit, das sind echt viele. Aber sie geben so viel Credits. Wow. Ich glaube, uns hilft da jemand. Komm schon. Raketen! Wir haben keine Energie, Da schwebt was. Kann ich ja schneller einsammeln. Ist dein Schild down? Noch nicht ganz. Komm schon, Nanobots. Und Fuel. Und jetzt den Blueprint. Nee. Energized Boosts. Das ist jetzt die Sache, ne? Ach, statt einem Schild. Instantly increases your ship's boost for a short amount of time. Nee, das brauchen wir nicht. Ich gebe doch mein Schild nicht auf. Das ist das Wichtigste, was wir haben hier. So, wo wurde jetzt gekämpft? Jetzt sind die anderen fertig, weil wir so lange kämpfen mussten, oder was? Crap. Es ist so schön, aber es ist auch so verwirrend. Hm. Hör mal, Scan raus. Das haben wir jetzt aufs Radar gekriegt. Ein Haufen Zeug. Yo, holy macaroni. Compound.
Dark Energy. What? Da haben wir eine Compound, glaube ich, näher. Nehmen wir mal mit. Schwupp. One new item can be crafted. Okay. Das ist ein Plasmafeld. Ist auch immer schön. Plasma fully harvested. Dark Energy. Kristalle. Oh, halt mal, da ist ein Container in der Nähe. 1,5 Kilometer. Da sind wir ja sofort. Hallo, Container. Was containst du denn? Oh, ich hab wieder. Wir werden schon wieder angegriffen von Outlaws. Die hatten eine Drohne dabei. Naja. Die Outlaws sind einfach. Die droppen schnell und machen wenig Damage. Kann man nichts sagen dagegen. Unser Signal wird aber immer noch gestört. Wir können uns nicht rauswarpen aus diesem Sektor. Mach mir ein bisschen Sorgen. Ah. Jump Suppressor. Da hinten ist er. Wir haben ihn gefunden. Außerdem ist da noch... Oh, warte mal, ist das wieder eine Falle? Drone-Server? Da kann ich die Drohnen überschreiben, nicht wahr? Oh, shit! Oh, das ist nicht gut. Ich glaube, ich hab's verkackt. Ja, ja, ja. Ich wollte es eigentlich hacken, das Ding, dass die mir gehören, die Drohnen. Stattdessen greifen sie mich an. Meine Fresse. Ah, oh, Fuel. Was haben wir hier? Compound. Alles mitnehmen. Mann, 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 ey. Das ist gut schief gelaufen. Dich hacken wir. Ja, jetzt auf einmal kann ich hacken, ey. Bullshit. So, was bist du? Scanning Probe. Nice, da haben wir sie wieder rausgekriegt. Unseren Einsatz in diesem Sektor. Die Dark Energy, die haut vor uns ab. Die wollte ich schon die ganze Zeit einsammeln. Komm mal her, Bitch. Was bist du eigentlich? Okay. Nein, wir werden angegriffen. Interceptors inbound. Ja, wir müssen weg. Auch wenn wir jetzt da, ich glaube, rechts unten waren noch ein, zwei gelbe Symbole für Container oder sonst irgendwas. Aber die lassen wir jetzt zurück. Das Risiko gehen wir nicht ein. Wir haben schon fast 2000 Credits gemacht. Und jetzt kommt ein leichter Sektor. Das gerade eben war ein mittelschwerer Sektor. Es kann nur bergauf gehen, Leute. Okay, wir haben da rechts irgendwas. Und wir haben Feinkontakte. Wir haben einen Scout und einen Scout. Okay, easy. Sonst nichts, oder? Nö. Ja, guck, wir treffen ihn schon. Sein Schild geht down. Ha! Der ist fast hier. Da ist er hier. Und wir kriegen eine Scanning Probe von ihm. Geil! Das ist das beste Geschenk, was man bekommen kann hier an Loot. Zack. Und 500 Credits. Nice Beute. Nice Beute, Alter. So, mir auch. Ja, jetzt haben wir schon wieder drei. Können wir wieder einen Scan raushauen? Und dann gehen wir looten. Lootfest im Weltall. Was haben wir hier? Mineable Gas. Ja, Gas brauchen wir. Ja. Okay. Was können wir denn so herstellen? Wir müssen eh mal schauen. Wir haben doch jetzt diesen komischen irgendwas, was wir gar nicht benutzen können. Weapon Overdrive MK3, die kann ich nicht benutzen. Warum eigentlich nicht? Steht das jetzt hier? Plus 3. Ich weiß nicht, warum ich den nicht benutzen kann.
Wahrscheinlich braucht er zu viel Energie. Keine Ahnung. Okay, egal. Raketen haben wir noch. Scanning Probes könnten wir herstellen. Build new. Scanning Probe. Ja. Zack, zack. Was bist du? Energy Injector? Adds a small amount of energy to your core. Das benutze ich eigentlich auch nie. Das ist doch Schwachsinn. Kann ich mir eigentlich eine komplett neue Waffe bauen? Wir haben doch, ja, könnte ich, wenn ich die ganzen Parts dafür hätte, ne? Geil. Habe ich aber nicht. Okay, wie sieht's aus mit Nanobots? Haben wir schon Hüllenschaden erlitten? Haben wir nicht. Okay. Okay, alles gut soweit. Alles gut soweit. Können wir looten gehen? Wo gibt's was zu looten? Da oben ist was Gelbes. Ein Crystal. Ein G- und B-Container. Dann greifen sie uns wieder an. Oh, ein Schiffswrack. Hallo, Schiffswrack. Was gibt's hier? Oder leuchtet was? Hallo, was bist du denn? Jetzt haben wir gerade welche hergestellt, jetzt werden hier welche gedroppt. Das ist natürlich Pech. Da können wir nichts machen. Ja, und da ist glaube ich nicht noch mehr zu. Oh doch, da ist noch ein Container. Was haben wir gekriegt? Fuel haben wir gekriegt. Bisschen Sprit. Damit unsere Reise noch lang andauert hier. Und wir haben Feinkontakt. Ich sehe es genau da unten. Was kommt da auf uns zu? Eine Ocker-Drone. Und ein normaler Ocker-Fighter. Das ist nicht so ein easy Scout. Das ist ein richtiger Kämpfer, glaube ich. Für sein Schild müssen wir den Laser benutzen. Hey, wie schnell lädt sich denn sein Schild wieder auf? Oh, und meins ist gebrochen. Rakete in your face. Kein Risiko eingehen. Nur 100 Credits? Na, das war jetzt ein bisschen eine magere Ausbeute. Oh Gott, wir haben keine Energie mehr. Jetzt müssen wir hier rumpimmeln, bis wir wieder Energie haben. Wir pimmeln aber hier Richtung Container. Und warten, bis wir wieder Energy haben und dann verpissen wir uns. Wie schon in Level Nummer Uno. Hallo, Tech-Container. Und? Nanobots und Gel. Und weg. Gut. Nice. Wieder ein Level beendet. Ohne groß Risiko und Schaden. 2,5 Credits. Wir haben nur noch die Hälfte an Sprit. Vielleicht müssen wir mal echt so einen Sprittanker oder sowas überfallen. Wenn wir nicht noch mehr Zeug finden. Da ist das Jumpgate. Da sind Feinkontakte. Ein Haufen Drohnen. Da gehen wir gleich mal aufs Maschinengewehr. Wir haben auch noch 16 Raketen. Das dürfte jetzt eigentlich nicht so das Problem werden. Bleiben mal hier hinter dem Meteor oder was auch immer das ist. Da kommt uns der Fighter entgegen. Jetzt können wir sie erwischen. Gut, eine Hammer. Die andere auch. Und sie droppt Fuel. Genau das, was wir brauchen. Und Gel. Also der ist weit weg. Der andere ist hinter uns. Hä, wie schnell geht denn der down? Shieldbreaker Missile. Jetzt pass mal auf, da war noch einer. Ja, ah, der ist 4 Kilometer weit weg. What? Sollen wir hier auch mal noch scannen? Vielleicht gibt es ja noch was zu holen. Das hat er jetzt aber nicht clever gemacht. Der ist instant beigedreht hier. Instant. Und dann war er down. Jetzt pass mal auf, hier gibt es einen 3 Kilometer entfernten Container. Da ist das Jumpgate. Und seht ihr das?
Container, Tech, Container, Container. In so einem riesen Meteor-Dings, das ist bestimmt eine Falle. Da sind bestimmt überall Drohnen angebracht. Minen! Nein, Raketen! Es sind Raketen! Es sind Raketen! Ah! Fuck, ich wusste es! Ich wusste es! Haben wir alle? Ich glaube, wir haben alle. Alter, bin ich ein Genie, Mann. Ich hab's genau gewusst. Was gibt's jetzt? Oh, da trifft uns der Container. Ja, sag mal. 375 Credits. Was haben wir hier? Was bist du? Plasma-Torpedo. What? An unguided long-range rocket that deals great amounts of damage, especially useful against slow-moving or stationary targets. Alter, die hauen wir raus. Gegen die Shieldbreaker. Und die will ich mal einsetzen, diese Plasma-Torpedos, gegen irgendeinen riesen Frachter von der G&B. Das will ich ausprobieren. Was haben wir hier? Front Shield Generator. Creates an impenetrable shield in front of your ship. Ich habe lieber mein normales Schild. Und was ist das andere? Energy Discharge. Discharge the ship remaining energy to create a radial blast. Ne. Dann haben wir keine Energie mehr. Wer macht denn sowas? Stellen wir noch einen Container? Ah, ne, steht da hinten. Okay, den holen wir uns. Cool, Mann. Wir finden voll die geilen Sachen so langsam. Was? Warte mal, das ist kein Container. Was bist du? Or, ja, nehmen wir trotzdem mit. Keine Feindkontakte. Unser komisches R ist immer noch nicht aufgeladen. Ich weiß nicht, ob wir das jemals benutzen können. Okay. Jetzt haben wir da noch einen Container und dann gehen wir ins Jumpgate. Jetzt war ich aber schnell. Prozessor. Okay. Na dann, können wir bestimmt was craften. Oh, guck, wir können sogar upgraden. Das sehe ich zum ersten Mal. Geil, wir können voll viel upgraden. Können wir auch das Schiff, das Schild upgraden und so? Boah, das wäre nice. Was können wir denn bauen? Build new. Eine Scattergun könnten wir bauen. Ah, die mag ich, glaube ich, nicht so, oder? Oder ist das die, die ich mag? Ne, Beamlaser mag ich. Scattergun mag ich nicht so. Weg! Aber können wir unseren Laser upgraden? Upgrade. Range Mod. Shield Damage Mod. Shield Damage Mod MK2. Mein Gott, wir können das voll ausbauen hier. Na, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Damage. Nee, Range Mod. Nee. Was können wir noch machen? Können auch unser Gatling upgraden. Na, der macht dasselbe. Ne, das brauchen wir nicht mit dem Shield Damage Mod machen. Das macht wenig Sinn. Dann machen wir hier mal einen Mod MK2. Craft. Crafting successful. Und ist das jetzt schon angebracht? Ah ja, da ist das Plus da hinten. Und ein Range Mod. Nice. Unsere Raketen, da können wir wahrscheinlich noch ein paar neue bauen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Shieldbreaker Missile? Nee. Zack. Scanning Bro bauen wir mal nicht. Das bauen wir auch mal nicht. Plasma Torpedo bauen wir mal nicht. Okay, cool. Cool, cool, cool. Na dann, meine lieben Freunde, würde ich sagen, wir springen jetzt mal. Oh, da ist noch ein Plasma-Fan. Das nehmen wir auch noch mit. Und weil das anscheinend wieder ein längerer Run wird, beende ich die Episode mal an dieser Stelle. Würde euch wie immer bitten, wenn es euch gefallen hat, bitte bewertet das Video positiv, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.